motif, tout nous nous rassembler, nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler, nous nous tous nous joignons ensemble pour nous faire ensemble, nous l'indépendants. République qui devant nous, en avant nous président, avec tous nos bandes ministres, nous mettons nous l'intérêt. Die Chefin hatte die Idee, den Tisch etwas zu verändern. Aber dazu muss man erstmal die Stützen loskriegen. Das haben wir jetzt hier alle schon ausgebaut. Und auch da ist es sehr gut mit rostenden Schrauben versehen. Die müssen jetzt alle abgesägt werden. Und gucken, ob wir die Chefin zufriedenstellen können. Nach einem heißen Ritt, 25 Knoten Wind, laufen wir Espirito Santo an und gehen heute in die Bucht Ensenada Gallo. Dezember. Heute hat übrigens der Florian Geburtstag. Florian, dir alles Gute zum Geburtstag. Und wir sind dabei, unser Steaming Light, das ist das Licht, was man anmachen muss, wenn man unter Motor fährt, und die Decksbeleuchtung zu erneuern, weil die hat es ja aufgelöst. Jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob da überhaupt das Kabel von der Decksbeleuchtung hochgeht. Ja, so sieht das immer hier gleich aus, wenn man eine Sache macht. Dann muss man wieder fast alles rauskramen, weil es in irgendwelchen anderen Kisten ist. Aber es geht jetzt vorwärts. Dingi-Reparatur, die 385. Jetzt werden die Flicken zurechtgeschnitten. Wie man sieht, mit einem perfekt halbrunden Flicken. Jetzt wird hier der zwei Komponenten Kleber angemischt. Die Anleitung ist ein bisschen unklar. Also steht 6/8% härter muss rein. Dann weiß man aber nicht, wie man das genau machen soll. Bläst das schon? Man fliegt schon Blasen, ist das gut? Hm? Weiß ich nicht. Ja. Jetzt müssen wir auch kommen. Reicht das schon? Ist heiß. Die andere Seite muss auch noch heiß machen. Welche andere Seite? Die. Ja, klar. Okay. Unser neuer Staubsauger, er funktioniert und wird auch gleich eingesetzt. Bist du zufrieden, Annette? Ja, mal gucken, wie lange er hält. Es gibt ein neues Projekt. Refit unserer abgegriffenen Holzleisten. Das muss jetzt erstmal alles abgeschmirgelt werden. Schmirgel jetzt mal mit 150er. Anschließend werde ich ein bisschen feiner werden und dann versuche ich das zu lackieren. Und die Annette hofft,
dass das danach aussieht wie neu. Ich habe das einmal mit Verdünner abgerieben und dann mit Klarlack und ein bisschen Verdünner gestrichen. Das ist jetzt das Ergebnis. Also ich bin schon mal ganz zufrieden. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man das bis zu 7 Mal streichen muss. Also das dauert jetzt dann noch ein bisschen, bis ich euch das Endergebnis zeigen kann. Währenddessen ist die Annette bei für die englischsprachigen oder spanisch- und französischsprachigen Zuschauer unserer Videos das entsprechend mit Untertiteln zu versehen. Das heißt, sie muss erst einmal die deutschen Texte komplett durcharbeiten und korrigieren. Das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber ich hoffe, dass es euch dann auch ein bisschen mehr Freude macht. Ja, das hoffe ich auch, weil sonst wäre das echt schade. Und hier ist unser Frittiermeister wieder mal am Werk. Heute gibt es ein Pommesgemisch aus Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und dazu Bratwurst. Ja, Currywurst. Angekommen in der Playa Candelero. Und da vorne ist so ein Zelt-Luxus-Resort. Das schauen wir uns natürlich dann nochmal an. Schöne Bucht, schöner Sandstrand. Schön geschützt. Aber es ist immer noch windig. Und immer noch bis zu 20 Knoten Wind. So sieht das auf Steuerbord aus. Immer noch Espiritu Santo. Weitergebastelt. Ich glaube, es ist die 4. Variante. Aber guckt mal, das sieht richtig nett aus. Und wie geschickt die Annette das. Ja, die Annette braucht ein paar kleinere Hilfsmittel mal. So ein Brett zum Einspannen, das wäre super. Glenn und ich, wir machen heute eine Tour. Da wollen wir hin. Oh, die Bar ist eröffnet. Was gibt's denn? Rumpatsch. Oh, super, mit Eis? Ja. Ich bin dabei. Leider kein wilder Trail, sondern ein ausgelatschter Fußweg geht da hoch zum trockenen Wasserfall. Geile Gegend. Und da ist auch der Wächter des Pfades, dass hier keine Unbefugten hier lang gehen. Und da ist er, der trockene Wasserfall. Tatsächlich, ist trocken. Ganz was Neues. Und da hinten liegt die Limelight. Nicht mehr so einsam wie die letzten Tage, weil es ist nämlich kurz vor Weihnachten. Und einen Pool haben wir auch gleich noch. Oh, wir haben uns ja in den Kopf gesetzt, aus dem Canyon da unten
nach da oben auf den Kamm zu kommen. Ah, jetzt kommt hier das schwierige Stück, so wie es aussieht. Wir haben es geschafft. Sind so nicht am höchsten, aber hier auf dem Kamm, da wollten wir hin und da wollen wir jetzt runterlaufen. Ja, wir sind auf dem Kamm und wollen eigentlich da jetzt runter. Na, gucken. Das sieht ziemlich schwierig aus. Das ist ja einfach. Das sah so tricky aus. Ja, ne? Oh, das ist ein Kaffee. Und da sind wir gerade runtergekommen. Zeltstadt. Von da oben kommen wir runter. Und hier hinten rum. Jetzt hinten rum und dann von oben zurück hier wieder runter. War ein schöner Trail. Dezember, man sieht's am Himmel, das Christkind hat den Ofen angeschmissen, aber guckt euch mal an, wie wir hier sitzen. Ja, es ist warmes Mexiko. Ja. Ich habe noch keine Socken an, so wie mein Papa. Ja, ich habe Socken an. Ja, also ich habe schon ein Hemd an und noch eine Jacke drüber, lange Hose und Socken. Ja, guck mal. Also es ist ja hier toll, die Bucht ist toll, der Himmel ist toll, der Strand ist toll, da waren wir zwar noch nicht, aber es ist zu kalt. Ihr werdet vielleicht lachen, aber es sind 20 Grad und der Wind, der ist aber wirklich kalt. Und dolle, die ganze Zeit zumindest. Jetzt zeige ich euch nochmal den Himmel. Leider steht da hinten ein Motorboot, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Und wir sitzen hier. Und spielen Skat. Genau, wir nutzen die Zeit. Effektiv. Wir haben Espiritu Santo verlassen, fahren jetzt über Weihnachten wieder nach La Paz und der Glenn, der macht hier alle Angelrollen fit, dass das dann auch alles für das nächste Jahr wieder gut funktioniert. Unser Weihnachtseinkauf ist erledigt. Leider passe ich nicht mehr ins Dingi, aber ich werde hoffentlich gleich abgeholt hier. Das Gute ist hier am Dock, hier dürfen wir uns Wasser zapfen und das ist Wasser aus einer Entsalzungsanlage. Oh, es wird immer schöner, jetzt hat er schon grüne und blaue und rote Lampen noch mit zusätzlich dran gemacht.
Und morgen ist Heiligabend. Dafür macht er das alles. Ja, den Glenn haben wir heute am Heiligen Abend wieder losgeschickt, das Grillrost abzuholen. Und ich kann euch was zeigen. Also das ist der Glenn am Heiligabend. Und das ist das neue Grillrost. Handgefertigt in La Paz. 2 Kilo schwer. Aber ihr werdet ja sehen beim nächsten Grillen, ob es denn auch funktioniert. Und so sieht das hier am 24. Dezember 2021 in der Bucht von La Paz aus. Ganz schön viele Segelschiffe, aber auch nicht mehr als sonst. Die Fridolin liegt da hinten. Die kommen heute zum Weihnachtscafé zu uns an Bord. Heiliger Nachmittag. Auf der Limelight. Es gibt leckeren selbstgebackenen Kuchen und die Crew der Fridolin ist auch mit dabei. Ja, endlich wieder. Jo. Das ist mit das heiß begehrteste Stück hier an Bord, außer dass es ständig im Weg steht. Aber darin sind all die süßen Sachen verteilt, die jetzt auf die Weihnachtsteller kommen. Alles noch aus Deutschland mitgebracht, außer diese kleinen Gummibärchen. So ein bisschen Toffifee und Marzipan, Ferrero Rocher, verschiedene Sorten. Alles das, was richtig lecker ist und hier relativ unbezahlbar oder jedenfalls sehr teuer. Und manchmal, wenn man sich das Ganze leistet, dann schmeckt es noch nicht mal, weil sie sind schon alt. Oh, sehr schwungvoll. Die Weihnachtsessensvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Falls es jemand interessiert, was es hier auf der Limelight zum Heiligen Abend gibt, guckt sich das Video einfach weiter. Schaut bitte noch ein bisschen rein. Ihr werdet es dann sehen. Und ich warte hier auf Bescherung. Jetzt ist die Sonne gleich untergegangen. Lass gleich mein Glas fallen, dann hast du die Bescherung. Immer noch keine Bescherung. Wer will alles Bescherung? Keine. Eins nach dem anderen. Ich sollte doch abwaschen. Ja und? Was machst du? Sitz da rum. Ich verdiene mein Geld. Als Kameramann. Und weltberühmter YouTuber. Entgegen aller Befürchtungen ist das Christkind hier auch in La Paz auf die Limelight gekommen. Und der Tisch ist wirklich reichlich gedeckt. So viele Süßigkeiten. Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche Weihnacht. Ja. Oh, steht da drauf. Boah, sind die riesig, die sind ja so groß wie du. So. Da schwimmst du ja allen mit dem. Heute musst du damit auch an Malekon, ne? Jetzt entkommt mir kein Lobster und kein Fisch mehr. Jetzt gehe ich freediven auf 20 Meter. Aber das ist nur die Flosse. Das klingt ja wie Lego. Oh, wie Lego. Lego. Der Weihnachtsmann wusste ja nicht, was ich möchte. Nee. Angeblich. Habe ich neue Kopfhörer bekommen. Dankeschön, Weihnachtsmann. Dankeschön, Weihnachtsmann. Der da vorne raus ist. Da vorne ist er schon raus. So ein schönes Bild. So, und auf dem Kissen, da steht aber kein Name drauf. Aber das ist, glaube ich, für dich. Tatsächlich, dann ja. Muss ich... So, wie ein Nette.
Ich habe ein Kissen. Sehr schön. Was ist denn da wohl drin? Das ist ein Poncho. Ein Poncho? Ein Poncho fürs Wasser. Ich sehe jetzt aber nicht. Ein Tauchanzug. Ja. Für die kalten Gewässer. Damit die Annette ein bisschen länger durchhält. Sehr gut. Gehört nicht das Geschenkpapier auch mal dazu? Dann habe ich jetzt ein neues Tuch. Und einen Kissenbezug. Boah, was haben wir da? Bonitos Black Barrel. Was ist das? Tequila. Tequila Añejo. Wow. Oh, Dankeschön, liebes Christkind. Da müssen wir dem Weihnachtsmann Dankeschön sagen. Ja, und das ist das heutige Weihnachtsessen. Es gibt ein schönes Ribeye-Steak mit Tomatensalat und Annettes berühmter Knoblauchbutter. Die ist doch gar nicht berühmt. Lasst es euch schmecken. Danke, gleichfalls. Ja, ich muss euch sagen, in La Paz war nicht so die Silvesterparty, wie wir uns das vorgestellt haben. You heard too much already. Und jetzt haben wir hier zwei getroffen. Hola. Hola. What are your name? James. And? Amy. Hello. Hello. Welcome on the limelight. Thank you so much. So maybe you can see this video on YouTube. I hope so. And maybe you'll find this both in the future on YouTube. Yeah, yeah. The wind goes strong. Die Sonne geht auf. Okay. You just open up the sails. You don't have to go in there. Wir sitzen hier vorne. And the sun comes up. On the chair. 1. Januar 2022. Oh, shit. Ecco langsam. Langsam, my dear. Langsam. I drink a cup of kindness for the sake of langsam. Oh yeah. Did you go naked? Ja, for sure. So endet jetzt hier unser Silvestertag. It's warm. Ja. Yeah. How many degrees? 4. 4? It's only 4 degrees. Are you guys going to swim? How do you jump off? Huh? Oh! Come on! Come on! Woo! It's warm! Yeah. Yeah, for England. For England, it's warm. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.